Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Freunde, seien Sie sich bewusst, dass wir mit einem Millionenpublikum verbunden sind. Nur Sie sehen es nicht. Wir begrüßen die ganze Welt und wir installieren heute die neue Zeit. Die neue Zeit. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Die Zeit zwischen meinen beiden Händen. Was erleben wir, die wir da wohnen auf dieser Welt, in dieser neuen Zeit. Frieden. Frieden. Freiheit. Wer ist denn heute noch dabei? Oh, die ganzen wundervollen, positiven Göttlichkeiten. Du und deine Helfer. Ich sag einfach, der liebe Gott. Und natürlich, ihr, die ihr da seid, mit euren Helferleins. Und auch das positiv-göttliche, planetarische Leben, Nachdenken, planetarische Leben. Zeit installiert haben. Ach so, und wir baden jetzt darin? Ja, jawohl, wir wiegen uns darin in der Vorstellung, fühlt sich der Frieden an? Der Frieden um die ganze Welt, in allen Ländern. Ich begrüße bei dieser Gelegenheit Kanada und England. ja, aber wir haben noch ganz was Spezifisches. Alaska, Und hallo! Alaska. Und wir begrüßen natürlich alle anderen Länder. Ich glaube, auch Südafrika ist heute. Da Die begrüßen wir. Österreicher, Frankreich ist dabei. Also es geht hier rund wirklich um die Erde, um den Globus. Jawohl, wir wiegen uns in, dass wir jetzt den Frieden wollen. Das ist ja wichtig. Die Absicht zwischen den Händen habe ich sie jetzt hier, diesen Frieden. Und sich positive und jeder einzelne von euch wird jetzt für sich die Erfahrung machen, wie das ist, wie es sich anfühlt und auch die Wünsche. Ja, die aus euch jetzt herauskommen, für euer Wollen. Natürlich steht der Frieden da. Er ist wichtig. Ja, und wir wollen jetzt einfach Freiheit und stellen uns das auch vor, wie das ist. Und wir stellen uns bildlich vor, wie wir das alles erleben. Darum geht es. Und Wünsche erfüllen sich. Okay, lasst uns beginnen. Ja, lasst uns beginnen. Ja, den müssen wir jetzt dann. Nee, lass mal da, den brauchen wir ja vielleicht noch. Achso, dann sieht man dich nicht, ne? Ja, es wird ein bisschen schwierig mit Ja, dem ich kann's, da Ganzen. bin ich so. Mit den Horn. Wir schaffen das. Ganz Okay. sicher. Ja, das ist wunderbar. Und wenn ihr jetzt bereit seid, dann. Dann fangen wir jetzt an. Haben diese Zeit, dass wir diese Zeit zwischen den Händen, das Licht in die übergeordnete positive Göttlichkeit, so der Welt, dass wir dann in das kosmische positive Gefüge gehen,
Jeder von euch hat die eigene Verbindung bzw. herstellen. Ja, wir freuen uns einfach darauf. Wenn ihr soweit seid, schließt bitte mit mir die Augen. Und ich gehe jetzt einfach so für mich in die Vorstellung. Und ihr macht es einfach bildlich so mit, wie ihr könnt. Wichtig ist, dass eure eigenen Bilder ihr beschaut, anschaut und auch eure Gefühle. Mancher kann die Augen auch aufmachen. Wichtig ist, dass ihr es euch bequem macht. Genau, das ist wichtig. So, starten wir. Es geht los. Ich, ihr, wir schließen, ich schließe meine Augen. Ich schließe meine Augen und atme in den Körper ein und lass die Atmung durch mich hindurchströmen. Wichtig dabei ist, ich selbst jetzt fühlt. Ich fühle mich, wie ich mich fühle, wie ich jetzt da sitze, bin oder liege, wo ich jetzt bin. Ich fühle mich. Das ist, sich selbst in die Aufmerksamkeit bringen. Richtig. So, und wenn wir das haben, mit unseren Gedanken stellen wir uns jetzt vor, dass wir ganz konzentriert, jeder für sich, ich stelle mir vor, dass ich jetzt in einem wunderschönen, bezaubernden Licht bin, dass dieses Licht mich ein und nach allen Seiten hin sich dehnt. Es dehnt sich. Es dehnt sich. Das Licht dichtet sich und dehnt sich. Und bitte achte jetzt in dir, in deinem Bild, wie du dir das vorstellen kannst. Und welche Farbe du jetzt in dir glaubst, dass es da ist. Und dann nehme das bitte an und gehe weiter. Volle Helle oder die Farbe, die du jetzt um dich hast, um dich herum und sage einfach, ja, ich probiere das jetzt. Ich will Frieden. Sag das einfach, diese Absicht, ich will Frieden. Und wenn du diese Absicht in dir formulierst, schon in das Licht und das Licht nimmt den Gedanken als Energie auf und hüllt deinen Körper absolut so ein, wie du selbst einfach das jetzt tust. Achte jetzt auch auf dein Gefühl. Spüren, eine Farbe, ein Licht. Und wenn es einfach so nur da ist, atme es jetzt mit den nächsten kommenden Atemzügen das Licht der Vorstellung in deinen Körper. So, lass es mal sich ausdehnen, es breitet sich mit den Gedanken, es ist das positiv göttliche mir übergeordnete Licht. Das ist eine Bezeichnung für dich selbst, die du dann selber spezifizieren kannst auf dich und dein Leben, auch auf deine Glaubenssätze. Aber wichtig ist, dass es das positiv göttliche Licht ist, was in deinem Lichtfeld ist. So, und jetzt haben wir es ganz um jeder für sich und es geht jetzt weiter. Schritt für Schritt stelle ich mir nun vor, ich gehe einfach auf einem Weg und dieser Weg
führt mich in ein Bild. Entweder tut sich das Bild jetzt schon auf in meiner Gedankenwelt, der mir gefällt, oder der jetzt einfach da ist. Bitte nimm diesen Gedanken, der jetzt selbst da ist. Einer Seite zur anderen. Und wiederhole jetzt einfach den Satz, okay, ich mache das jetzt, in mir, ich will Frieden. Ich will es in mir jetzt spüren, erfahren, ich will die Zeit fühlen, ich will sie haben, ich will. Ein, ich will die Freiheit erfahren in meiner Zeit, in der Zeit. Ich will Liebe erfahren, ich will erleben. Nimm sie auf, ganz wie du kannst, intensiv, nimm sie. Wenn du jetzt vor dir siehst und du legst dich entspannt hin oder du sagst einfach, Körper, du lässt jetzt mal los, damit ich noch mehr in mir fühlen kann und sehen kann. Das positiv-göttliche Licht, was in dir strömt. Achte jetzt auf deinen Ort. So. Und jetzt fühlst du einfach, dass ein Licht deinem Körper kommt und dieses Licht sucht sich einen Punkt an deinem Körper. Und diesen Punkt merke dir und ich bitte dich, sag dem Licht, es ist das übergeordnete positive Licht. Ich erlaube dir, strömst. Denn nur ein positiv übergeordnetes Licht, das, was du kennst und das, was dich kennt, weiß genau die Dosierung, wie es dir gut tut. Tut dir gut, wie es dir gut tut, dass es in dich leise, vorsichtig strömt. Die übergeordnete Göttlichkeit tut nur das, was dir in deiner Entwicklung gut tut. Erfahre jetzt diesen Moment und schau, wie, in welcher Qualität, in welcher Deutlichkeit dieses Licht durch dich selbst hindurchfließt. Lass es rauschen durch dich. Lass es durch den Kopf, durch den Hals, durch den Bauch, durch das Becken, durch die Beine einfach strömen. Nimm es so, wie es ist und schau einfach hin und jetzt pass auf. Dieses Licht mit, ich will Frieden, ich will Freiheit, ich will Liebe erfahren und strömt jetzt tiefer und tiefer hindurch durch uns, in unsere Erde. Dort, wo du bist, auf diesem Erdpunkt, saugt die Erde dein Bewusstsein. Ja, und jetzt schaltet sich die intuitive Erfahrung Bewusstsein Erde ein. Sie leuchtet in sich, sie nimmt es auf. Und wenn das jetzt viele Menschen tun, nimmt die Erde diese Lichterfahrung auf und gleichzeitig haben wir die Verbindung hinauf in unserem übergeordneten positiv-göttlichen Bereich, den du zu Hause, daheim, dir benennst, so wie du es in deinem Glaubenssatz einfach hast. Dieses lassen wir und jetzt installiert die geistige, übergeordnete, positive Kraft auch gerne
die positiv-göttlichen planetarischen Lebenseinheiten, ja, kann man mehr darüber sagen, die helfend um uns herum sind und die jetzt uns in der Erlaubnis, die wir erteilen, in diesem Licht der Erlaubnis, dass sie unsere Zeitqualität hier auf dem Globus, hier Erde, in diesem Rahmen installieren. Jetzt kehre einfach in dich wieder zurück. Du weißt, die Erde nimmt dein Leuchten auf, hat es, und die übergeordnete Göttlichkeit schwingt hindurch. Sie schwingt hindurch. Sie schwingt hindurch. Sie ist in dir und sie ist in der Erde. Und sie ist im übergeordneten positiven Bereich. Und jetzt gehen wir in die Zeit, in die Zeit, in die Zeit, in die Zeit. Wir sagen Zeit, wir sagen Zeit. Und wir schwingen einfach durch den Begriff Zeit. Wir schwingen einfach in die Bedeutung Zeit. Zeit, einfach was jetzt kommt in dir, nimm es auf. Zeit, ich schwinge in die Zeit. Du schwingst hindurch in die Zeit und jetzt lass eine Wolke aus dieser Zeit entstehen und lege dich auf diese Wolke oder lege dich auf etwas, was du schön findest. Kann ein Kissen sein, eine Decke sein, kann ein Licht sein, kann ein Symbol sein, was sich jetzt vor dir zeigt. Darauf. Spüren, fühlen. Und dieses Symbol fährt jetzt mit dir nach oben. Schau, wo du gleitest. Wohin gleitest du im Symbol der tatsächlichen Zeit, geborgen im wundervollen göttlichen Licht? Bleib im konzentrierten Licht. Und in diesem Licht ist der Begriff, ich will Frieden. Ich will und die göttliche positive Instanz nimmt diese Forderungen und Wünsche an und tut jetzt ihren Teil. Sie fügt ihren Teil mit ein in Form von Licht, von Gefühl, von Gedanken, von Filmen. Wo du sogar diese Zeit als Energie jetzt versendest. Du kannst jetzt diese Zeit in die Erde versenden, in ein bestimmtes Erdteil. Bitte auch an Deutschland denken, ja, an unser jetziges Deutschland, an das, wo wir jetzt alleine hier zu Hause sind, jeder für sich. Und ihr könnt sie auch an verschiedene Personen senden. Ihr könnt sie auch an Tiere senden, an Lebewesen senden, ins All senden, in den planetarischen Raum. Bitte merkt euch jetzt in euch, was ihr in der Vorstellung, ich will Frieden. Und jetzt lasst innen einen Wunsch wachsen. Ich frage dich jetzt ganz gezielt in dir, was wünschst du dir? Und du antwortest dir jetzt bitte in Gedanken, ich wünsche mir, dass ich das, und jetzt setze deinen Wunsch ein, sich hier auf Erden für mich persönlich erfüllt. Das kann ein Haus sein, das kann vieles sein, alles das, was du dir für dein tägliches Leben, das kann auch Frieden global sein, das kann Gesundheit sein. Denk es dir jetzt bitte, was für dich und dein Leben wichtig ist. Das tust du jetzt, denken. Und das Licht in dir nimmt diesen Wunsch auf. Und dein übergeordneter Bereich sieht, aha, du hast also diesen Wunsch, okay, und nimmt wie mit einem Lift hoch
diesen Wunsch in die übergeordnete Göttlichkeit, die es bearbeitet, die dir mit dir im Bewusstsein es erarbeitet, manifestiert, immer wieder wiederholt und du malst den Wunsch aus. Wo muss der Wunsch sein? Wie soll es sein? Wie willst du es haben? Wie? Welche Bilder? Wie? Stellst du dir vor, wie muss es sein? Und das stellst du dir im Licht. In dir, in deinem Licht ist. Nur gute Wünsche bitte. Und nur erfüllen sich auch, weil sie Sinn machen für die gesamte Entwicklung auch der Erde und des gesamten planetarischen Raumes. Wunsch sendest und die geistige, übergeordnete, positive, göttliche Instanz flimmert dadurch, da hindurch und geht mit ihrer Frequenz hindurch, ja. Das lebt ja, das arbeitet, das ist ja voll da. Dann mache doch bitte jetzt mal kurz deine Augen auf. Und sage einfach, ja, ich will das haben. Und dieses Ja, ich will das haben, fühlst du in dir, in deinem Herzen, wie es strömt. Und wie es sich dehnt. Und du willst es haben. Schließe die Augen, verinnerliche den Wunsch, atme den Wunsch, der dich betrifft, ein, richtig gut ein, stell ihn dir wieder bildlich vor und gib ihn jetzt nochmal ab an die übergeordnete Göttlichkeit. Wie geht das? Das geht einfach so, indem du nur sagst, ach bitte du da oben, übernimm jetzt mal meinen Wunsch. Ich möchte, dass er sich hier in der Welt installiert. Und weil wir alle so in der netten Runde jetzt hier sind, machen wir das bitte jetzt für die Erde auch. Wir stellen uns jetzt dankend einfach vor, okay, liebe Erde, was möchtest du denn? Was stellst du dir vor? Wie muss dein Leben, dein Bewusstsein denn sein? Wie willst du fühlen? In welchem Land? Wie? Wasser soll fließen, frisches Wasser. Leben soll frei sein. Lebe soll in Liebe sein. Leben, ja, wie leben? Wie soll sich's darstellen? Wie stellt sich's vor? Frieden, dass die Völker im Miteinander sprechen, dass sie sich kennenlernen, dass sie voneinander partizipieren, dass sie Glück teilen, dass sie Sicherheit in Liebe teilen, ja, dass sie Fragen stellen, dass sie Fragen auch von den Ländern miteinander beantwortet wird, dass auch der Währungsaustausch in sich so top ist und so toll ist, dass jeder Mensch auf dem Globus einfach partizipiert. Es ist fast so, als und es wird auch so, und es ist so, dass man sagt, ich gebe und ich erhalte. Ja, ich bekomme. Und plötzlich beginnen die Menschen, dass sie anfangen, das Geben. Sie lernen das Geben. Und wenn das jeder macht, dann bekommt jeder Mensch. Und dann ist auch die Qualität der Zeit interessant. Alles andere ist weg. Das, was bleibt, ist das Miteinander im Frieden. Und wenn die Erde, die Bewohner, die Tiere und Pflanzen den Frieden fühlen, steigert euch bitte jetzt mal in das Gefühl hinein, erzeugt es, dass die Erde selbst sagt, wow, mir geht's gut, ich bin im Frieden. Wow, was passiert dann, wenn du im Frieden bist und wenn die Welt im Frieden ist, sie gesundet, ne? Sie heilt, sie strahlt in den Kosmos, sie strahlt zu den anderen Planeten, die um sie herum mit im Spiel sind. Und jetzt stelle ich dir die Frage, und wenn du kannst, öffne doch mal die Augen. Was ist mit dem anderen Leben da draußen?
auf den anderen Planeten, die lieb sind, bewusst lieb sind. Ich richte den Fokus auf Liebe. Stell dir mal vor, was das bedeutet. Die haben Lust. Die sagen, ich komme, ich lande da mal auf der Erde. Ich zeige denen mal ein paar Bilder von uns. Ich habe Lust, mit denen zu reden. Stell dir bitte jetzt wieder die, wenn du willst, die Augen schließen, fühle in dich. Vergegenwärtige dir bitte jetzt dein Licht wieder in dir. Du weißt, dass du dir einen eigenen Wunsch gestellt hast und kreiert hast. Hol ihn dir hervor und verwebe den jetzt mit der Erde und sage zur Erde, Erde, ich will diesen Wunsch erfüllt haben und ich will auch, dass es dir gut geht. Ich will, dass es den Menschen gut geht, dass sie lieb sind und ich wünsche mir, dass das Wasser gesund ist. Wasser nimmt Schwingung auf. Schwingung verteilt sich überall in der Materie wie auch außerhalb. Ganz logisch. Und ich gebe da Kraft hinein und Licht und ich denke, dass es gut ist. Und die Zeit verändert jetzt die Materie. Das tut sich von sich aus. Wisst ihr warum? Weil die Zeit auch ein Bewusstsein hat. Und sie sagt, ja Mai, wenn ihr alle so lieb seid und das wollt, den Frieden wollt, ich will den Frieden, ich will die Liebe, ich will die Freiheit, ich will das alles leben, spüren, sehen, wie es wächst und gedeiht, dann verändert sich und hat sich bereits durch die Gedanken schon die Zeit verändert. Alles das, was wir jetzt noch tun müssen, ist, dass wir aktiv das leben, was wir jetzt in uns sehen. Was siehst du jetzt in dir? Wie kannst du das jetzt beschreiben, was du in dir siehst? Siehst du dich in deinem Wunsch, im Bild spazieren gehen, dass du gewonnen hast oder dass du vor Publikum sprichst oder dass du dein Haus hast oder dass du gesund bist oder dass du mit deinem Hund spazieren gehst, der wieder da ist oder dass du deinen Partner in die Arme nimmst und ihr euch anschaut und ihr euch spürt, wie vom ersten Tage an, wieder frisch in euch, euch kennt und sagt, das ist die Liebe. Alles das muss knusprig und gut sein, Appetit sein, alles das muss neugierig sein, wundervoll sein, mach das, mal es aus, egal wo du jetzt bist, ob du in Kanada bist, ob du ganz oben im Norden in Alaska bist, ob du in Amerika bist, in England, in Deutschland, in Frankreich, in Dänemark, ob du in Südafrika bist, ob du in Australien bist, in Neuseeland bist, alle Länder, in der Ukraine bist, in Russland bist, in China bist, in Nairobi bist, weiß was ich, egal, auf der ganzen Welt, bitte tu das. Stell es dir für diesen Moment vor, denn die Kraft beginnt jetzt, dass die Welt sich in dieser Sicherheit fühlt und die Zeit verwebt sich jetzt mit dieser Sicherheit. Die Zeit verwebt sich jetzt mit der Welt. Und die Zeit, die gute Zeit, die spirituell offene, positive, göttliche Zeit. Wichtig, die Betonung auf positiv, göttlich, ist im Ursprung des Ganzen da. Und es ist die Zeit, die mit uns jetzt in dieser Verbindung ist, spezifisch hier für unseren Planet Erde. Und diese Zeit kommuniziert mit uns und kommuniziert auch mit der anderen Zeit, die im planetarischen Raume existiert. Und jetzt denken wir bitte noch einmal jeder für sich, oh lieber Gott, mach, dass das jetzt so ist. Mach das jetzt bitte. Wir alle wollen das. Wir alle wollen es erfahren, leben, lieben, frei sein. Wir wollen heilen. Wir wollen einfach lieb sein. Mach das. Und jetzt höre bitte in dich selbst, was sagt dein Inneres? Ja, sie tut das. Die Zeit, ja,
Die positive Göttlichkeit tut das jetzt. Für dich, für mich, für uns, für die anderen, für uns alle. Sag es einfach weiter. Komme jetzt mit den Gedanken in Dankbarkeit zurück. Sag einfach nur den Gedanken Danke. Sag einfach nur Danke und spüre wieder in dir nach, was es denn für dich bedeutet, dieses Ach, wenn das so ist, sage ich Danke. Ich nehme es jetzt so an, dass es so ist. Ich sage Danke. Ich sage Danke. Und jetzt beginnt euer übergeordneter, positiv-göttlicher Bereich, dass er beginnt. Es flirrt, es flimmert, es durchströmt, es durchpulst, es sprudelt. Alles an Zeit, an positiver Erfahrung ist jetzt in der Erde, um die Erde, in dir, um dich herum. Erinnere dich jetzt nochmal an deinen Wunsch. Nimm ihn jetzt mit zurück, denn wir gehen jetzt Schritt für Schritt mit dem Symbol, wie wir gekommen sind, wieder an den Ort zurück, wo unser erster Punkt war. Dort, der uns gefallen hat, dieser Platz. Und schaut mal, ob ihr wirklich an dem Platz wieder landet oder ob der Platz sich sogar verändert hat. Nehmt jetzt auf diesen Platz euren eigenen Wunsch mit. Wie ihr schon wisst, es kann ein Haus sein, es kann ein wunderschönes Publikum sein für den anderen, ja, es kann ein Sieg sein. Und nehmt bitte unseren aller Wunsch mit, Frieden, mit auf diese Welt, auf diese Erde, umgeben sein in Liebe, umgeben sein in Geborgenheit. Umgeben sein in Sicherheit. Erfahrt es wieder in euch, fühlt in euch und dieses Gefühl nehmt ihr bitte in Sicherheit mit. Schritt für Schritt wieder in Richtung des Schwebens, in Richtung des Tagesbewusstseins. Was bleibt in euch, ist jetzt diese Erfahrung, ist diese Bilder. Lauscht bitte noch einmal in euch, ob ihr einen ganz besonderen, individuellen Satz bekommt, der euch jetzt für die nahe Zukunft, für jetzt, wenn wir die Augen aufmachen und ins Tagesbewusstsein gehen, euch führen kann. Was könnte das sein für ein Satz, der euch jetzt gegeben ist in diesem Moment. Nimm ihn auf. Behalte ihn in dir und sage einfach, okay, ich probiere das aus, ich mache das. Sei glücklich in dir. Gehe in die Atmung, denn die Atmung ist immer die Verbindung, einmal in dein Körperbewusstsein, ja und im anderen nach außen, denn da ist die Luft außen und die Luft steht in Verbindung mit wieder weiter draußen. Und alles in diesen Dimensionen und Schwingungen ist in der Schwingung durchwoben mit was? Mit Licht, ja? Und wenn wir uns fokussieren auf das positiv göttliche Licht, dann will das auch da sein. Nehmt das bitte einfach mit in euer Leben. Und wenn ihr soweit seid, öffnet die Augen und so ist die jetzige neue Zeit um die Erde mit eurer eigenen Zeit in der Verbindung am Wirken. Dieser Genuss, dass wir jetzt gestalten, dass wir jetzt uns positiv einspielen in diese fantastisch neue positiv spirituelle Zeit ist wichtig. Und wenn das jetzt alle Menschen gemacht haben, was glaubt ihr, was das für eine Energie freisetzt? Denn bevor Materie entstanden ist, hat es einen Gedanken gegeben.
Und bevor es einen Gedanken gegeben hat, hat es eine Urkraft gegeben. Und bevor es eine Urkraft gegeben hat in der Analyse, hat es etwas Positiv-Göttliches gegeben. Darüber vielleicht mal nachdenken. So wünsche ich euch eine neue, wundervolle Zeit. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Tja, und so bleibe ich jetzt einfach für euch da. Und bitte macht jetzt die Augen auf. Kommt wieder retour in euren Körper. Öffnet die Augen. Langsam, wer möchte, bewegen. Langsam, wer möchte, bewegen. Und einfach, wenn ihr die Eindrücke kurz für euch notieren wollt, was immer wichtig ist, weil in einer anderen Zeit vergisst man das ganz gerne, schreibt es euch auf und so ist es jederzeit dann präsent. So ist diese Meditation und die Installation, die Zeit, die Erde in ihrem lichtvollen Bewusstsein installiert, eure Wünsche ganz persönlich mit inkludiert und somit ist diese Meditation einfach genial. Ja, und für heute abgeschlossen. Ja. So, wenn ihr jetzt noch wollt, also, und wenn ihr im Chat jetzt da seid und wenn ihr wirklich in eurer eigenen Berührung, so wie es euch geht, den anderen euch mitteilen wollt und darüber sprechen wollt, oder wenn ihr mich fragen wollt, vielleicht zu Symbolen, die aufgetaucht sind, wo ich helfen kann, weil ich ja doch einige Zeit schon damit verbringe, was Meditation ist. Ich mache das seit konzentriert 25 Jahren täglich. Manchmal auch am Tag wie heute war ich 4 Stunden in der Meditation. Einfach für diese Installation, für diese Meditation. Kenne ich mich doch, kann ich sagen, ganz gut aus. Also ich kenne so manche Sachen. Und wenn ich einfach euch da weiterhelfen kann, sprecht mich an. Ich denke, dass der Carsten auch schon wie lange meditiert. Ja, 25 Jahre. Tatsache. Ja. Und in so einer kleinen Zeitspanne? Ja, man kann einfach nur sagen, wenn ihr etwas erlebt habt, was ihr uns oder auch den anderen gerne mitteilen möchtet, dann seid frei und schreibt es in den Chat. Oder klickt einfach jetzt aus und sagt, okay, wir sehen uns irgendwann. Wir sehen uns irgendwann. Diese Meditation ist natürlich bei Jeet aufgezeichnet, so wie ich das die Jeet kenne. Ja. Und sie wird dort auch abrufbar sein. Das heißt also, wenn ihr die auch nochmal für euch persönlich im Nachhinein wiederholen möchtet, dann ist das auch jederzeit. Wenn es euch gefallen hat, über den Link weiter an eure Freunde. Denkt daran, je mehr Menschen es machen, desto schneller installieren sich die guten. Da ist wenig oder nichts hinzuzufügen. Diese Gedanken und diese Taten natürlich brauchen wir alle. Und je mehr und gucke, das ist, glaube ich, jetzt mehr mit deinen Augen verträglich, dass du den Chat dann liest. Den Chat, den müssen wir jetzt mal auch ignorieren. Okay, wir können auch eine andere Sendung anbieten, in denen wir generell auf
Meditationsereignisse und Erfahrungen eingehen. Wie ihr wisst, bin ich ein Medium. Ein Medium wird man nicht einfach so, dass man sagt, ich stelle mir vor, ich will ein Medium sein, sondern da gibt es auch verschiedene Erfahrungen, die man bis dahin gemacht hat. Wen das interessiert, kann ich mein Buch empfehlen, Meditation, mein Leben, Julia Sonne, bekommt ihr bei Amazon oder woanders in der Buchhandlung auch. Julia Sonne, Meditation, mein Leben. Oder eben auf E-Books dann studiert oder CDs haben wollt von uns. Ich freue mich auf eine neue Begegnung mit euch und es wäre wunderschön, wenn ihr unsere Sendung teilt. Alleine auch daher, dass die Möglichkeit für die Menschen besteht, die einfach jetzt nur uns sehen können, uns nicht live erleben, also hier im Raume sind, weil so ist das manchmal im Leben. Es gibt ja so verschiedene Zeitabschnitte. So, ich übergebe jetzt das Wort an dich, Carsten. Ja, ich verabschiede mich. Oder eben, es kommen Fragen, aber ich wollte einfach wegen den Leuten, die einfach sagen, ich möchte jetzt wieder nach Hause in das Tagesgeschehen, was eben so ansteht, Küche oder weiß was ich, was so alles noch kommt, was man so macht, ja. Und so, nun bin ich wieder still. Eins möchte ich sagen, die Meditation war live medial gesprochen. Das ist also ein Unterschied. Diese Meditation ist für diesen Moment durch meine geistige Welt gegeben worden. Und wer sich dafür interessiert, lest es bitte bei uns nach. Ich glaube, die Webseite ist im Moment nicht ganz so verfügbar. Die Webseite, unsere Webseite wird gemacht. Lass mich das mal kurz einfügen jetzt, wenn ich deinen Redefluss mal ganz kurz unterbrechen darf. Wir haben eine Website, die heißt internationalesintuitionsinstitut.com. Die wird allerdings in Kürze juliaundcarsten.com, wegen der Einfachheit halber, wird sie umbenannt werden und sie wird sozusagen relaunched. Kann man es sehen, dachte ich mir. Man kann es da oben sehen. So. Ja, ich kann das jetzt nicht so sehen. Ja. Okay. Und ja, wie gesagt, das kommt. Wer uns eine E-Mail mitteilen möchte oder eine E-Mail schreiben möchte, der kann das auch tun. Ist oben kurz eingeblendet, gehe ich mal kurz runter mit dem Kopf. eu.eu.com. Da stimmt das mit den Punkten an? Ja, das stimmt so. Mal irgend auf so einem Skript war das mal nicht so bei richtig. Bei Jeet ist die auch hinterlegt, die okay. E-Mail-Adresse, die könnt ihr euch dann. Ja, also ihr könnt uns auch anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Mhm. Ja? Und wenn das jetzt eben Fragen sind über euer Leben, werde ich immer antworten, doch Teil geht, weil es eben sehr intime Fragen sind, dann ist es manchmal besser, mit mir ein Gespräch über Skype oder einfach, dass ihr einfach kommt und wir können dann in der geistigen Welt für euch nachschauen, was da für euch an Lösung steht, in der Vorbereitung steht. Werde ich mir die Freiheit nehmen und das auch vorher sagen. Und dann könnt ihr ja entscheiden, ob ihr es haben wollt. Oder nicht. Okay. Ja. Ich denke, dann ist für heute alles gesagt. Ja. Wir danken euch allen, dass ihr teilgenommen habt. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und für das Interesse, was ihr uns entgegengebracht habt und natürlich auch, dass ihr aktiv mitgemacht habt. Und ich denke, da ist egal, wie viel da jetzt teilgenommen haben. Immer etwas passiert in einer Zeitfrequenz von einem Vierteljahr. Und das ist das Interessante. Wir werden auch woanders, in anderen Studios, diese Art anbieten bzw. durchführen. So, okay. Jetzt, was ist mit dem Chat? Jetzt lass uns. In dem Sinne, ja, da ist noch ein kleiner.
Ich ist sehr, sehr klein, deswegen tue ich mich etwas schwer, das zu lesen. Also ich kann es lesen, wow. Ja, gut, wenn du Also ihr besser müsst, lesen kannst, ich lese jetzt mal vor, dann mach du das mal. oh, das ist aber sehr klein. Wie ich gesagt habe. Cerdito sagt, großartig, vielen Dank, Julia. Liebe, ja, gebe ich dir auch. Der Buchstabe endet bei mir. Der Buchstabe N. Der Buchstabe N. Also passt auf. Wenn du jetzt noch da bist, dann würde ich dir die Empfehlung geben, mit mir in dein Körpergefühl N betrachten. In diesem N nach oben laufen, so wie es geschrieben wird, in der Betrachtung einfach vorgehen, dass du in deiner Vorstellungskraft, in deinem Gefühl nachempfindest, wie dieses N geschrieben ist. Und da entstehen Gefühle. Und diese Gefühle kannst du mit einer Frage kombinieren. Soll ich das oder das machen, liebes N? Oder liebes N, was meinst du mit N? Warum bist du für mich so wichtig als N? Welches Wort möchtest du liebend gerne, dass ich mit N verwende? Und jetzt komm zur Sache und fühle, was ist es? Spuck's aus. Es müsste jetzt funktionieren, dass du in dir die Assoziation bekommst mit dem N. Wenn du die Assoziation hast, schreibe sie auf. So, wenn du den Begriff jetzt weißt, vielleicht auch das Bild oder das Gefühl, was du hinzuschreibst, diesem N, dann kannst du mit dieser Aussage wieder in eine neue Meditation gehen. So, und wie geht eine Meditation? Ist wieder in meinem Büchlein nachzulesen, warum und wie das geht, weil wir in einem Lichtfeld immer aufgehoben sind und nur das Positive um uns herum ist, so wie nur das. So, und dann dockst du an deine übergeordnete positive Göttlichkeit an. Du kannst Seele sagen, du positiven Bereich. So, und dann stellst du die Frage, ich habe jetzt die Message erhalten mit dem N, mit dem, was ich mit N assoziiert habe. Gibt es da eine Fortsetzung? So, und dann wartest du ab, wie was in dir entsteht. Hast du das verstanden? Ich frage jetzt mal. Also momentan ist noch nichts zu sehen. Er scheint entweder noch dabei der Übung zu sein oder vielleicht überlegt er auch noch etwas. Ja, ich weiß, aber ich sage einfach, es gibt eben so diese Möglichkeit, in die Details zu gehen. Und ich sage, in der Meditation hast du immer alle Facetten der Lösungen direkt vor dir, die mit dir in der Kognition, das heißt in der Verbindung, da ist. Und die Kunst besteht darin, die Konzentration. Und wie fühlst du? Und diese Elemente müssen in sich, ihr seht schon an der Handbewegung, in sich immer im Fluss sein und in der Richtung sein. Und dann kommt man auch auf die richtige, tatsächliche Essenz. Wer das üben möchte, wendet sich bitte wieder an uns. Kommt her, wir machen auch Seminare. Und lasst es euch zeigen, es ist easy, es macht Spaß und in der Gruppe kann man auch viel lernen, weil die Menschen sich untereinander im Austausch, im Fluss stehen und sagen, wow, du, ich hab, das hast du auch Butterbrot gesehen. Was? Du hast ein Butterbrot? Ja, wie das denn? Und so weiter. Also es können lustige Szenen entstehen, können natürlich traurige auch dabei sein. So, ich warte jetzt einfach. Sollten Traurige kommen, werden die aufgefangen. Ja, und sie müssen auch spezifisch entsorgt werden wie Müll. Ja, nicht einfach ausgeblasen in die Luft. Hey, halt mal die Luft, weil dann die Luft sagt, oh, was mache ich denn damit? Ja, sondern man muss es sind dieses in dem Sinn, dass es transformiert wird. So.
Tja, da jetzt von unserem lieben Chat mit jetzt Ich guck ist mal jetzt, ihr seht mich wieder jetzt etwas näher. nee, also ich kann da nicht sehen. Ich kann das mittlerweile auch von hier sehen. Meine Augen haben sich jetzt an diese kleine Schrift gewöhnt. Ist also nichts mehr gekommen. Kredito macht sogar ein Kompliment. Naja, vielleicht gab es ein kleines Missverständnis. Okay, also, wir sehen jetzt auch, dass im Moment vielleicht die technische Umsetzung jetzt eine andere ist. Wie schon gesagt, dann. Studio, wie man so Ja, schön sagt, zum genau. Jeet. Und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, Für die dass Möglichkeit. ihr mitgemacht habt und für die Möglichkeit. Und wir verabschieden uns in diesem Sinne mit einem noch wunderbaren Wunsch für das neue Jahr 2015 als Julia, und Carsten. Alles Gute euch. that's Tschüss. life. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Jetzt muss ich mal schauen, Ja, jetzt müssen wir mal schauen. dass ich diesen tollen Knopf hier finde. Aha. Jetzt plötzlich wirst du eine Liste vorfinden von Ah, hier. oh, Also, 200, die da reingeschrieben haben. Was machen wir denn jetzt? klar, das müssen wir das nachholen. Da müssen wir es Also, nachholen.